Ja, hallo, willkommen zurück bei Minecraft Adventures. Heute spielen wir mal die Map. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Irgendwas mit Temple of Legends oder so war das. zack. Jedenfalls schön, dass man... Schön. Hat auch was. ja, ihr habt den Namen schon gesehen, weil das hat sich gewechselt. Wir haben den hier dabei, den kennt ihr auch. Ihr müsst nämlich ins ZP. Hallo! Hi! Hallo. Hi! Hi. Empfang Tipps. Benutze Check die Ender Checkpoint. Welchen Checkpoint-Knopf willst du betätigen? Ich nehme den rechts! Also den hier. Ha. Wow, das hat jetzt nichts gebracht. Hast du die Sachen? Ja. Dann liest du mal vor. Le Tips und Le Regeln. In beleuchteten Höhlen können... Nee, ich kann keine Akzente. In beleuchteten Höhlen können Schätze sein. Manche Items, die du in Kisten findest, sind nutzlos. Um in manchen Dungeons oder Höhlen voranzukommen, brauchst du Items, die du in den Haupttempeln findest. Jeder Tempel hat nur einen Eingang und keinen Ausgang. Überall, wo sich nur Endertruhen befinden, befindet sich auch ein Checkpoint-Knopf. Betätige diesen, um im Falle eines Todes wieder beim Checkpoint zu spawnen. Regeln. Lese dir vor dem Start die README-Datei durch. Du darfst keine Blöcke oder Items platzieren oder zerstören, außer du wirst darum gebeten. Du darfst mit einem Feuerzeug Holzbretter anzünden und verbrennen. Die Währung ist der Diamant. Gell. Um etwas zu bezahlen, musst du den Diamanten in das nähe befindliche Loch werfen. Das Entleeren von Spenden ist nicht erlaubt. Stehlen in Läden ist verboten. Craften ist verboten. Soll ich kurz das, was auf der README steht, noch vorlesen? Tu das. Damit wir wissen, was auf uns zukommt. Moment mal, mir fällt gerade ein, ich muss das alles nochmal vorlesen, nämlich für mehr, für meine Leute. Muhaha. Soll ich dann jetzt erst die Einweisung lesen oder willst du eben noch für dich starten? Und dann lese ich die Einweisung. Ja, das ist vielleicht sinnvoller. Ich starte mal. So Leute, herzlich willkommen bei Minecraft. Ich spiele Minecraft. Ein Let's Play? Nein. Eigentlich nur ein Adventure-Web mit Steve LP. Yay! Guten Tag, Leute, von ihm. Und wir haben jetzt gerade erstmal schon, ich bin für die Leute, die mich nicht kennen, hier vielleicht einfach nur random draufklicken, weil Minecraft dran steht, Mr. Minitzens LP. Und ich habe gerade schon die Regeln bei für Steves Leute vorgelesen. Jetzt muss ich für meine das mal vorlesen. Die Tipps. Erstens. Ihr könnt eigentlich auch selber lesen. In beleuchteten Höhlen können Schätze sein. Manche Items, die du in Kisten findest, sind nutzlos. Also bloß den Steve nicht in der Kiste finden. Oh, danke, du Arsch. In manchen Dungeons oder Höhlen voranzukommen, brauchst du Items, die du in den Haupttempeln findest. Jeder Tempel hat nur einen Ausgang, keinen Ausgang und einen Eingang. Überall, wo sie in der Truhe befinden, befindet sich auch ein Checkpoint-Knopf. Betätige diesen, um in dem Falle eines Todes wieder am Checkpoint zu spawnen. Regeln. Lese vor dem Start die README-Datei. Das macht Steve gleich. Du darfst keine Blöcke oder Items platzieren oder zerstören, außer du wirst darum gebeten. Du darfst mit einem Feuerzeug Holzbretter anzünden und verbrennen. Oh, jetzt habe ich es weggemacht. Die Währung ist der Diamant. Um etwas zu bezahlen, musst du die Diamanten in der Nähe befindliche Loch werfen. Oh, Loch. Das Entleeren von Spenden ist nicht erlaubt. Stehlen in Läden ist verboten. Was, wenn wir es trotzdem tun? Craften ist verboten. Craften. Deswegen werfe ich jetzt diese Dinger erstmal weg. Die braucht keiner mehr. Solange die 144 verbuggy ist, lasse ich meine Partikel auf weg, weil ich habe sonst so komische Flammen. Gut, dann lese ich mal die README vor, auch wenn ich nicht weiß, ob das gewollt ist. Einweisung! Willkommen in der Welt von Temples of Legends. Hier erwarten Sie 4 Tempel, die es zu erkunden gilt. Stopp. So. Finden Sie die legendären Items der einzelnen Tempel, um im Spiel erfolgreich voranzuschreiten und in Schätzen erbeutetes Geld gegen nützliche Ausrüstung einzutauschen. Stellen Sie sich dem Waldtempel, in dessen Sümpfen keine Seele je wieder zurückgekehrt ist, oder brechen Sie zum Feuertempel auf, dessen Höhlen mit tödlicher Lava durchströmt werden. Halten Sie den Kopf über Wasser, denn niemand will im Wassertempel ertrinken. Zuletzt erforschen Sie den Zeittempel, der die Abenteuer mit widerlichen Kreaturen fernhalten
um so seinen sagenumwobenen Schatz hinter seinen Statuen zu schützen werden. Sie alle vier Tempel lebend wieder verlassen. Werden sie die einzelnen Items klug einsetzen, um zu überleben? Finden sie es heraus. Ich habe gerade meinen Sound getestet übrigens. Vier Tempel gibt es. Waldtempel, Feuertempel, Wassertempel, Zeittempel. Jeder Tempel dauert ca. 10 bis 20 Minuten. Okay, die Map ist sehr riesig. Und... Ich bin schon längst fertig mit der Map. Ich habe sie gerade durchgespielt. Klar. Ihr wisst nicht weiter, folgt den Weg. Wegen. Viel Spaß auf der Karte. Burg Graustein. Ich glaube, da kommen wir nicht rein. Nein. Feuertempel. Mit welchem Tempel? Wir fangen mit dem Waldtempel an. Ich wollte eigentlich mit dem Feuertempel anfangen, weil heiße Sache und so, aber gut, Waldtempel. Vom Rhythmus her dachte ich jetzt so, weißt du? Süden, Osten, Norden, Westen! Okay, übrigens, ich stell das Loch wieder hoch. Weil meine Frames spacken gerade wieder rum. Hallöchen, die Damen. Ich glaube, hier sind Diamanten und Fisch drin, die wir uns nicht nehmen dürfen. Oder? Dürfen wir was aus Kisten? Fast bei jedem ausgelöschten Schätze, die sollten ihr Geld, das sie in Schätzen finden, auf die Bank bringen, wenn sie keinen Platz mehr im Inventar haben. Hier steht ja, ich weiß es nicht. Wir nehmen es einfach mal mit. Es sind keine Spender. Wir dürfen nur nichts aus Spender nehmen, hat er gesagt. Okay, dann nehme ich das hier. Ich nehme das hier, nein. Zeittempel, Wassertempel, Burg Graustein. Zeittempel ist viel zu episch, um ihn jetzt am Anfang zu machen. Oh, ich habe eine Karotte gefunden. Guck mal, ich hätte meine Karotte ins Gesicht. Wo ist denn der Wassertempel? Hier wahrscheinlich irgendwo. Dürfen wir was abbauen? Nee, ne? Nein, das hast du doch die Regeln gerade gelesen. Weil der Weg hier so hinführte. Und jetzt habe ich gerade nur noch 30 Frames. So geil spacken meine Frames rum. Ich hab auf dieser Map. Hier ist die Kirche. The Church. Was gibt's denn hier so? Gibt's irgendwas zum Klauen? Waldtempel! Ich habe den Weg gefunden. Nein, ist überhaupt nicht geklaut. Ich bin gerade in der Kirche. Nein, ist gar nicht mit. Boah, warum sind die. Was hat er mit dieser Map gemacht? Dass hier meine Frames rumspannen. Ja, hier ist nur eine Ender Chest und zwei Betten. Und hier ist schon das erste Jump'n'Run. Ja, und ich habe immer noch Framebrüche. Du brichst dir also die Frames. Und ich bin in der Burg. Lol. Ja, da stand ein Baum. Vielleicht kommt man über die Bäume ja in die Burg. Haha, dummer Pfeil. Oh, nein, nein, nein! Ach, so schlau und spring gleich wieder überall runter. Ja, weiß ich das... In der Kirche gibt's einiges zu erkunden, mein Freund, wollte ich mal so gesagt haben. Also ich habe jetzt hier schon zwei Geheimgänge entdeckt, also ein Jump. Oh, ich kann mit diesen Frame-Einbrüchen nicht spielen. Was ist das denn hier? Ich kann durch meinen mangelnden Skill nicht spielen. Ja, weil ich backe hier von 60, 30 rum und das ist sonst normalerweise nicht so. Aua! Diesmal hat mich der Pfeil ins Knie erwischt, aber ordentlich. Ich bin in der Burg drin und du bist woanders. Das ist bombastisch, wie wir zusammenarbeiten. Let's adventure together alone. Ja. Oh, muss nicht runterfallen. Los nicht runterfallen. Los nicht runterfallen. Das wäre mir extrem unangenehm. Oh, das ist aber der Loot ist nicht schlecht. 24 Diamanten, Bottle of Enchanting, Splash Potion of Night Vision, Arrow und goldene Äpfel. Mein Lieber, wir sollten mal langsam mal wieder uns treffen. Ja, dann komm zu mir in die Kirche. Hier gibt es noch einiges Cooles zu entdecken und es ist noch nicht mal. Au! Story bezogen. Es ist Nacht, ne?
Jo, ich geh mal in die Kirche. Hui! Ich weiß nicht mal, wo die ist. Die ist irgendwie nur in diese Richtung Waldtempel irgendwie latscht. Oder wenn du in irgendeine Richtung läufst. Ich soll jetzt, Warte, ich komm mal. Bei diesem Weizenfeld hättest du einfach weiterlaufen müssen. Nach links. Ich komm mal her. Ich mach jetzt raus. Ach ja. Guter alter Reusband, kennt ihr schon von mir? Ja. Ja, ich achte nur gerade. Oh, du Penner hast ja schon Ausrüstung hier. Kommst du? Sind da Betten? Ja. Ich bin schon weitergelaufen. Wo bist denn du jetzt hier? Ich bin jetzt drin. Ich schlafe jetzt gerade. Brunnen, ganz der rechte Brunnen. Rechter Brunnen? Wenn du in die Kirche reingehst. Du raffst es nicht? Hi. Sleeping! Wie gesagt, ich verstehe gerade nicht, wieso meine Frames auf dieser Map so spinnen. Die Map ist für bis zu 4 Spieler, glaube ich. Das habe ich schon leer gelootet. Die andere Seite loote ich mir auch noch schnell. Ja, komm, gib mir einfach. Obwohl, nee, sind andere Sachen drin. What the fuck? Okay, ich glaube, das hier soll so ein. Das soll ein Sarge darstellen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, ja, klar, das soll ein Sarge darstellen. Vielleicht ist ja was Interessantes drin. Komm mal, hast du eigentlich schon ein Schwert? Nein. Mein halbes Inventar ist schon zu. Ich habe über ein Stack Diamanten. Ich habe 12 Diamants. Dürfen wir Feuer ausmachen? Nee, ne? Nein, soweit ich weiß, dürfen wir eigentlich gar nichts irgendwie zerstören. Also können wir hier gar nichts machen drin, oder? Die Church hat ja jetzt nur ein paar Sachen. Warte mal, hier oben ist aber was. Schau mal hier bei mir. Ja, ich bin gerade rund. Ich bin gerade auf dem Weg nach. Oh Mann! Hier ist ein Loch in der Decke. Was? Da ist ein Loch? Keine Ahnung, was die so bewirken soll. Gibt's hier irgendwo einen Schalter, der vielleicht den Block noch einen hoch macht oder so? Und das bringt uns dann was? Wie können wir was reinwerfen? Nee. Hab ich alles leer gemacht, mein Freund. Wir spielen ein Adventure und der macht alles leer. ich hab dich 5-mal vorgewarnt, ob du wolltest ja nichts haben. Weil ich gerade in der Burg war. Nein, als du hier drin, unten drin warst, habe ich dich gefragt. So, wo wollen wir denn hin? Immer noch eigentlich zum Waldtempel. Genau. War das noch ein cooles Haus oder ein Aussichtsturm? Oh, ja, wir kommen irgendwann zu einem Tempel. Ich habe eine Kartoffel, noch ein paar Diamanten. Mein Gott, hörst du mal auf zu looten? hier ist noch mehr Diamanten. So, außerdem war noch ein Splash Potion of Regeneration drin. Wo bist denn du? Ich bin hier am Weizenfels. Ja, wie gesagt, du kannst mir einfach das ganze unnütze Zeug geben. Ich nehme das dann und bunker das dann und keine Ahnung, legst mir die nächstbeste Enderkiste. Wo war denn hier eine Enderchest? Weißt du das? Im Anfangshaus. Es war doch danach noch eine. Keine Ahnung, ich gehe zum Anfangshaus und gehe dann zum Waldtempel. Ist nach dieser großen, nach diesem... Ah! Frames! Geht auf 60! Meine hüpfe gerade zwischen 59 und 60 hin und her. Meine von 30 bis 60! Ich leg mal hier, guck mal, ich habe so viel Schrott in der Endertruhe drin, das ist unglaublich. Warte mal, den Pork. Du weißt, dass ich in der Ender Chest nicht reingucken kann, was du da reinpackst? Achso. Das ist natürlich umso besser. So. Ja, goldenen Äpfel und so, das habe ich jetzt mal alles nicht drin. Ich nehme das Texturenpack gleich raus. Diese Map regt mich jetzt schon auf, weil hier die Frames rumspacken. Hast du eigentlich genug Essen mit?
Ja, vielleicht sollte ich die Kartoffel hier noch mitnehmen und zwei Rohrfisch. Goldenen Apfel lasse ich jetzt mal. Ich habe rohes Schweinefleisch und gebratenes Hühnchen. Na, wie viel? Einmal, jeweils. Achso, ja, dann, hab ich noch ein bisschen mehr. Wo bist denn du jetzt? Ich bin auch, ich bin. Waldtempel Alte Burg, kann das sein? Ja. Ah, du warst in der Burg drin, ne? Ich bin da gerade drin. Achso. Dann komm ich mal, ich will nämlich ein bisschen was. Spawnpunkt gewechselt. Ich will natürlich noch was looten in der Burg. Ach komm, die nehmen wir mal mit, vielleicht brauchen wir die zum Essen. Meine Feimspinnen wiederum. Komme ich eigentlich noch irgendwie in das? Ja.